haben wieder einmal 2 Minuten einfach noch oder sind wir in uns gegangen. Die Pause habt ihr, so haben wir es gesehen, fast alle mit uns verbracht. Feine Musik haben wir noch gehört. Und jetzt freuen wir uns, jetzt geht es ums Thema Ernährung in Kürze. Vielleicht noch 2, 3 Hinweise anschließend bezüglich den Breakout Rooms. Da wird ja Dr. Andreas Fleischmann noch mal mit dabei sein. Wir werden unseren Referenten Markus Schall jetzt dann auch mit dabei haben in diesem Breakout Room. So Martin Rinderer wird es dann ebenfalls dort sein. Es werden 3 Rooms vorbereitet und da kann man wahlweise in so einen Room hineingehen. Wenn Fragen sind, die man über das Chat uns senden möchte, einfach schreiben und wir geben diese Fragen dann weiter. Das erste Thema heute, das haben wir mit Andreas Fleischmann hier gehört, der Vortrag, auch darüber geht es dann im Breakout Room noch einmal. Und jetzt konzentrieren wir uns auf den Markus Schall, der schon, so wie wir gesehen haben, parat ist. Er wird zugeschalten heute hier, also er ist nicht hier bei uns im Studio. Ernährungsberater, Performance Food Coach, arbeitet unter anderem mit dem 8er der deutschen Rudernationalmannschaft, mit ganz bekannten Sportlerinnen und Sportlern und wir wünschen jetzt mit seinem Vortrag gute Unterhaltung. Hallo, schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die Anmoderation. Könnt ihr mich alle verstehen? Klappt das vom Ton? Funktioniert das? Hört ihr mich alle? Ja, okay. Perfekt. Okay, perfekt, prima. Ja, vielen Dank. Ich darf mich kurz vorstellen, du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Markus Schall und ich arbeite mit Supergood Food im Ernährungsbereich im Leistungssport, also eben als Performance Food Coach und das bedeutet in erster Linie eben Ernährungsberatung, klar, aber auf möglichst auf Basis natürlicher Zutaten, also sprich auf Basis von echten Lebensmitteln und das Ganze dann eben möglichst über den ganzen Tag verteilt, also mit möglichst wenig Nahrungsergänzungsmitteln oder anders gesagt Nahrungsergänzungsmittel, Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln nur bei Bedarf und ansonsten möglichst aus echten Lebensmitteln. Und ich teile jetzt gerade mal meinen Bildschirm, um das schon mal einzurichten und dann erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu mir und zu den verschiedenen Dingen, an denen ich arbeite. So, ich denke, das funktioniert. Und dann, wie gesagt, erstmal mal hallo zusammen. Wissen was zu mir vorab, ist ja in der Anmoderation schon rausgekommen. Arbeite also primär im deutschsprachigen, muss ich sagen, Leistungssport und Spitzensport. Sowohl individuell, also mit Einzelathleten, als auch mit verschiedenen Mannschaften. Deutschlandachter wurde gerade schon genannt, wo wir ein Ernährungskonzept am Stützpunkt in Dortmund, also am Ruderleistungszentrum installiert haben. Da werde ich später im Verlauf des Vortrags noch ein bisschen zu eingehen. Arbeite ansonsten im Motorsport, also ich arbeite in verschiedenen Disziplinen, Motorsport im Langstreckenbereich, das heißt bei verschiedenen 24-Stunden-Rennen für hauptsächlich die AMG-Mannschaften. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, was Ernährung betrifft, weil das eben verschiedene Aspekte beinhaltet, also einmal die klassische Belastung, die man aus anderen Sportarten auch kennt, also primär Ausdauerbelastung natürlich, aber die mentale Komponente kommt da eben entscheidend noch dazu. Das heißt also, die Konzentration, gerade im Motorsport, ist ein ganz besonders wichtiger Punkt, ist in vielen anderen Sportarten natürlich auch wichtig, aber oftmals eben punktuell. Im Motorsport ist es halt so, dass man wirklich komplett, möglichst über die ganze Distanz sehr stark konzentriert sein muss. Oder anders gesagt, wenn man für einen kurzen Moment unkonzentriert ist, hat das im Rudersport meistens größere Folgen als beispielsweise in einer Mannschaftssportart. Deswegen ist eben die mentale Komponente und die Steuerung dieser mentalen Komponente auch über die Ernährung oder über die richtigen Lebensmittel und Getränke eine ganz spannende Geschichte. Was die physischen oder die rein physischen körperlichen Belastungen betrifft, ist der Motorsport vergleichbar mit vielen Ausdauerbelastungen. Also es sind sehr, sehr hohe Anforderungen an die Ausdauer gestellt. Gleichzeitig ist es so, dass sehr hohe Temperaturen in den Autos zum Tragen kommen. Also Thema Flüssigkeitsverlust ist sehr, sehr spannend. Es ist meistens so 20, 25 Grad im Auto
wärmer als draußen. Also es sind viele Aspekte, die den Motorsport auch aus Ernährungssicht eben ganz interessant machen. Und das wird oftmals dann nicht von außen so wahrgenommen, weil es eben aussieht, dass man so im Kreis fährt. Also das ist so ein bisschen was zu den Dingen, die ich mache. Ich fange jetzt erstmal mit dem Basisvortrag jetzt an. Es geht ja um eben nährstoffreiche Vollwertkost als Basis für die sportliche Höchstleistung. Das ist so die Überschrift über dem Ganzen und das bezogen jetzt in der Praxis eben auf das Thema der Nachwuchssportarten bzw. der Nachwuchsathleten und davon ausgehend, mit welchen oder welche Informationen dort wichtig sind, welche Basisinformationen und eben welche neuen Aspekte dort möglichst langfristig einfließen sollten. Also das sind so ein bisschen die Inhalte heute für den Vortrag. Jetzt mal gleich in die zweite Folie rein. So, erstmal, was ist wichtig? Das ist generell sehr wichtig, wie ich finde, aber eben auch besonders im Nachwuchsbereich, dass eben die Bedeutung von Ernährung, von Nahrung, von Lebensmitteln und der Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Athleten, dass diese Bedeutung eben in den Köpfen ankommt, verstanden wird und damit oder davon ausgehend dann auch eben umgesetzt wird. Und das ist auch deswegen letztendlich bedeutend, weil die allgemeine Bedeutung von Nahrung und Ernährung gesellschaftlich ja nicht unbedingt besonders stark Beachtung findet oder auch besonders stark diskutiert wird. Wenn man beispielsweise mal guckt, was läuft in den Schulen, was wird da weitergegeben, beziehungsweise was wird da gelehrt oder gelernt, welche Informationen bekommen die gerade junge Menschen dann da, wie können sie überhaupt Nahrung und Lebensmittel auseinanderhalten? Also da ist noch sehr viel, sag mal, Luft nach oben. Und das ist natürlich auch im Sport so, dass eben gerade dann Athleten, die in jungen Jahren dann noch nicht viel mit auf den Weg bekommen haben, auch vielleicht von zu Hause aus, dass man eben an der Stelle ansetzen sollte unbedingt, um eben diese Bedeutung der Nahrung als einer der wichtigen Aspekte, neben vielen anderen natürlich, die im Sport wichtig sind, auch zu verstehen. Und eine ganz pragmatische Erklärung oder eine bildhafte Erklärung ist die Aussage Food is Fuel, also dass Nahrung eben Kraftstoff ist. Das ist auch, denke ich, für die meisten sehr leicht verständlich oder sehr griffig, dass es eben der Kraftstoff ist, aus dem die Leistung dann gemacht wird oder die Leistung quasi ihre Nahrung bezieht. Und so kann man es relativ leicht in den Kontext setzen. Und davon ausgehend ist dann zu sagen, dass eben die richtige, bedarfsorientierte Ernährung einer der wesentlichen Faktoren ist zur Unterstützung und Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Und insofern hat es sowohl direkte Einflüsse auf das Wohlbefinden, was man ja beim Essen relativ schnell merkt, ob es einem gut tut oder weniger gut tut, aber eben auch auf Leistungsfähigkeit und wenn man jetzt im längeren Zeitfenster denkt, auch das ist ja ein Ansatz heute, der bei uns eben wichtig ist, auf die Gesundheit, weil letztendlich Gesundheit ist für alle wichtig, Gesundheit ist für alle interessant und natürlich auch für Sportler, besonders mit Hinblick dann auf die Zeit nach der Karriere. Deswegen kann man mit der richtigen Ernährung sehr viel eben richtig steuern oder richtig in die Wege leiten und deswegen ist es ganz interessant und auch ganz wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen. Auf das hier gehe ich gleich nachher noch ein bisschen ein, nur dass man es jetzt schon mal gesehen hat. Welche Faktoren sind wichtig? Das sind verschiedene Dinge. Das ist einmal die reine Nährstoffaufteilung, also das Verhältnis der Hauptnährstoffe, aber auch der Mikronährstoffe. Dann eben Nahrungs- und Nährstofftiming, also was wird wann gegessen, sprich kurz vor einer Belastung, während der Belastung, nach einer Belastung oder eben auch zum Beispiel bevor ich ins Bett gehe. Auch das wirkt sich ja dann eben aus auf die Schlafqualität, auf die Regeneration und damit natürlich auch wiederum direkt auf die Leistungsfähigkeit. Entschuldigung. Gleichzeitig ist es dann eben die Nahrungsqualität und auch die Nahrungsquantität. Die Nahrungsquantität ist letztendlich einfach die Menge. Nahrungsqualität ist ein Aspekt, der wieder etwas differenzierter ist. Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Also wirklich die Qualität der Lebensmittel, der Nahrung zu beachten. Nährstoffdichte und Kaloriendichte spielen eine entscheidende Rolle. Und dann eben noch Punkte wie Regionalität oder auch der Verarbeitungsgrad der Lebensmittel. Aber das, wie gesagt, gleich ein bisschen später noch an anderer Stelle. So, wenn man jetzt davon ausgeht, gerade auch bei Nachwuchssportlern, das Thema Ernährungsplan anzugehen, also wie
betrachtet man den individuellen Ernährungsplan oder auch den individuellen Bedarf, dann gibt es da eben verschiedene Aspekte zu betrachten. Die Makronährstoffe, eine breite Auswahl an Mikronährstoffen und eben das Richtige zur rechten Zeit zu essen. Und nochmal zum Verständnis, um das, wie gesagt, dann auch jungen Leuten auf den Weg zu geben. Du bist, was du isst, kennt man. Das ist eine Aussage, die relativ bekannt ist im Ernährungsbereich. Für Sportler kann man es auch so zusammenfassen, du performst, wie du isst. Also sowohl das, was du isst, aber auch das, wie du isst, spielt eine entscheidende Rolle. Und das sind Sachen, die letztendlich so irgendwie gelernt werden müssen, in Fleisch und Blut übergehen sollten und deswegen dann in der Regel eine etwas längere Zeit einfach auch beinhalten, dass man dann mit dem Athlet oder mit der Athletin zusammenarbeitet und die Dinge erklärt. Ich gehe noch einen Schritt zurück, das Thema Makronährstoffe, bevor ich auf diese anderen Punkte eingehe, die ich gerade in der Übersicht hatte. Makronährstoffe sind ja relativ klar und sind auch klar definiert und für die meisten Menschen auch eigentlich relativ erklärt auch schon. Also Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette kennt jeder und im Wesentlichen, was damit oder wofür sie verantwortlich sind, im Grunde genommen auch klar. Was aber interessant ist, gerade bei jüngeren Leuten, dass es bei den Makronährstoffen eben auch noch ein paar Aspekte gibt, die über diese, sag mal, über die allgemeinen bekannten Informationen hinausgehen. Also wofür sie gebraucht werden, in welchen Aspekten oder in welchen Bereichen sie eine Rolle spielen. Und deswegen gehe ich an der Stelle einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt mit einem jungen Athleten beispielsweise arbeite, ist auch immer noch der Aspekt Erklärung der Makronährstoffe und Bedeutung der Makronährstoffe ein Punkt bei dem Ganzen, um eben verschiedene Sachen zu erklären. Einfaches Beispiel. Eiweiße, also Eiweiße als oder Nahrungseiweiße als Grundbausteine der Muskelzellen, das ist relativ klar, dass es dann auch direkte Auswirkungen auf die Regeneration hat, also Recovery, dass man genügend Protein einfach zuführen muss oder Protein auch zur rechten Zeit, aber eben das Eiweiße beispielsweise auch essentiell sind fürs Immunsystem oder ein Hauptbaustein des Immunsystems. Das sind Informationen, die noch nicht unbedingt sehr, sehr breit diskutiert worden. Also das ist auch dann so zur Erklärung wichtig zu verstehen. Eiweiß kann noch mehr als nur Muskeln aufbauen oder Muskeln regenerieren. Das Gleiche ist bei den Fetten. Fette haben ja immer noch ein relativ schlechtes Image, auch wenn man mittlerweile schon weiß, es gibt gute und schlechte Fette und auch wichtige Fette. Aber generell, auch wenn man sich mit Athleten unterhält und mit Athleten austauscht, sind Eiweiß und Kohlenhydrate sind klar, sind Basics, gerade auch wenn man jetzt mit Ausdauer- oder Kraftausdauersportarten sich beschäftigt. Kohlenhydrate sind klar als Energiequelle immer ganz vorne dabei. Eiweiße, wie gesagt, sind auch klar. Fette liegen in der Bedeutung immer ein bisschen zurück. Und da ist es auch wichtig zu verstehen, dass es noch viele Aspekte gibt, über den reinen Energielieferanten-Aspekt hinausgehen. Also dass Fette beispielsweise ganz wichtig sind für Stoffwechselprozesse, für die Zellmembran, für viele andere Sachen. Ich gehe gleich nochmal in der nächsten oder in einer der nächsten Folien nochmal ein bisschen drauf ein. Aber eben das zu verstehen, dass eben Fette auch sehr, sehr wichtig sind und damit zusammenhängt auch die richtige Auswahl der Fette, auch das, also der Fettpool, den man im Stoffwechsel hat oder im Körper, ist ja eine entscheidende Rolle spielt, das ist gerade dann auch ganz wichtig zu verstehen. Also insofern sind das eben Aspekte, wenn über die Makronährstoffe gesprochen wird, erachte ich das als relativ wichtig, gerade auch bei jungen Athleten, aber erfahrungsgemäß ist es auch so, auch schon bei Älteren, dass da noch ein bisschen Erklärungsluft nach oben besteht, um das mal so zu sagen. Also deswegen hier mal kurz aufgeführt, wie so ein exemplarischer Erklärungsansatz eben zum Thema Makro- und auch Mikronährstoffe aussehen kann. Ich erkläre das jetzt nur mal anhand von ein paar Folien hier, also jetzt nicht unbedingt sehr in der Tiefe, damit wir nachher noch Zeit für die anderen Punkte haben. Die Kohlenhydrate. Wie gesagt, sind schon relativ klar erklärt, dass Kohlenhydrate eben die Hauptenergieträger sind. Trotzdem das Ganze nochmal auch ein bisschen detaillierter dem Athleten zu erklären, damit er auch die Unterschiede versteht zwischen den verschiedenen Kohlenhydratformen, also kurzkettige, langkettige Moleküle, welche Kohlenhydrate sind schnell, welche Kohlenhydrate sind langsamer, also auch um zu verstehen, welche Kohlenhydrate nutze ich eben wann, geht man an der Stelle dann meistens etwas tiefer rein. Also die Grunderklärung, primäre Energieträger für Muskeln, aber eben auch für Gehirn, das ist ganz wichtig. Kohlenhydrate werden aufgenommen, um sie in Energie umzuwandeln und werden im Körper dann in Glykogenspeichern
gespeichert oder in Form von Muskelglykogen gespeichert. So, das ist so eine Grunderklärung zu den Kohlenhydraten. Die kurzkettigen oder langkettigen Moleküle, also die Unterschiede der Kohlenhydrate, um zu verstehen, welche unterschiedlichen Kohlenhydrate kann ich wann konsumieren, spielt eine entscheidende Rolle. Deswegen das nochmal so als kurze Erklärung dann meistens, dass man eben unterscheidet zwischen schnellen und langfristigen Energielieferanten. Komplexe Kohlenhydrate ist sicherlich auch sehr bekannt, aber den Unterschied nochmal klar rauszuarbeiten, das ist immer dann im Praxisaustausch ganz wichtig, zusammen eben mit den richtigen oder passenden Lebensmitteln. Die habe ich gleich in der nächsten Folie nochmal irgendwo aufbereitet. Um zu erklären, und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt auch für den Athleten, dass diese langsamen Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel relativ lange konstant und stabil halten, wohingegen die schnellen Kohlenhydrate dann eben direkt vor oder nach einer körperlichen Belastung zu empfehlen sind. Das ist so ein bisschen der Hauptunterschied dabei oder so der Hauptunterschied, der verstanden sein sollte. Bei den Kohlenhydraten, wie gesagt, oder bei den Nährstoffen generell bei den Lebensmitteln, finde ich in der Praxis immer ganz, ganz wichtig, gleich mit den Lebensmitteln dann eben weiterzuarbeiten, also sprich auch wirklich zu erklären, dass es gerade auch in den Bereichen sehr, sehr viel Auswahl gibt, weil Auswahl ist beim Essen oder bei der Nahrung sehr, sehr wichtig und dass man eben deswegen auch auf eine möglichst breite Auswahl an verschiedenen Lebensmitteln, in dem Fall jetzt auch Kohlenhydratlieferanten setzen sollte. Das ist zum einen, weil eine Auswahl generell von Vorteil ist, zum anderen, weil es eben verschiedene Lebensmittel gibt, die von dem einen besser vertragen werden als von dem anderen. Das ist dann auch eine Sache, die man, wenn man jetzt individuell 1:1 arbeitet, immer ganz wichtig ist. Aber auch einfach, schlicht und ergreifend, um eben zu erklären, pass auf, da ist noch mehr als Nudeln beispielsweise, weil es war ja früher mal so ein Klassiker, Pasta-Party, Nudeln vor der Belastung. Mittlerweile weiß man, das geht deutlich besser oder man kann da deutlich breiter arbeiten. Und deswegen mal so eine Auflistung von guten Kohlenhydraten, also komplexen Kohlenhydraten in der Form, dass es dann eben eine Auswahl ist von Vollkorngetreide. Auch da muss man wieder genau hingucken. Das ist jetzt in diesen 50 Minuten, die wir haben, wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Aber bei Getreide ist es eben so, dass man auch da, wo ich eingangs ein bisschen schon drauf eingegangen bin, aber gleich nochmal ein bisschen länger oder ausführlicher drauf eingehen möchte, dass die Qualität eine Rolle spielt, dass die Verarbeitung eine Rolle spielt. Stichwort Sauerteig beim Brot, eine ganz entscheidende Komponente, die das Brot bekömmlicher macht, besser verdaulich macht, einfach besser zu verwerten macht oder besser für den Körper zu verwerten. Und insofern spielt das halt wirklich eine Rolle, das auch zu verstehen und das auch zu wissen. Thema Flocken, Vollkornflocken kann ich mir selbst zubereiten, unterschiedliche Getreide, also all das ist eine Sache, die, wenn man eben über die Auswahl der Lebensmittel spricht, möglichst auch immer sprechen sollte und auch mehrmals sprechen sollte. Das ist ein Prozess, der auch erfahrungsgemäß einfach ein bisschen länger dauert, damit das eben verstanden wird. Gleichzeitig Hülsenfrüchte ist der nächste Punkt. Also Hülsenfrüchte ist sowohl interessant, weil es eine gute Kohlenhydratquelle ist, meistens in Form komplexer Kohlenhydrate in Verbindung mit Ballaststoffen, die dazu führen, dass sie sehr langsam verstoffwechselt werden, also sehr gut zum Loading geeignet. Gleichzeitig eben eine Quelle oder ein Lieferant für Eiweiß, also ein sehr, sehr hochwertiges Lebensmittel. Reis, braucht man jetzt nicht so viel zu sagen, ist ein Klassiker, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede der verschiedenen Reisarten. Welcher Reis ist besser geeignet, besser verträglich? Vollkornreis versus Weißenreis zur richtigen Zeit, das richtige Essen. Also das sind all diese Themen, die dann eine Rolle spielen. Und eben andere Quellen, also Quinoa, Amaranth, Buchweizen sind dann entsprechende Kohlenhydratquellen, die bei uns noch nicht ganz so verbreitet sind, aber doch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und deswegen im Zuge eines möglichst breiten Ernährungsplans dann doch immer eingefügt werden sollten. Und auch Gemüse letztendlich, es sind eine gute Kohlenhydratquelle. Also das mal kurz zusammengefasst, um dem Athleten zu erklären, wie die Auswahl letztendlich überhaupt aussieht, welche Lebensmittel in Frage kommen. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nur teilweise ein bisschen kürzer drauf ein, weil das jetzt nicht das Hauptthema ist. Einfache Kohlenhydrate auch in der Erklärung dem Athleten dann zu zeigen, zu sagen, welche Produkte sind eher zu vermeiden. Und eben dann bei den Kohlenhydraten beispielsweise wichtig, einfache, aber trotzdem gute, sprich pragmatisch gut zu verwendende Kohlenhydrate, wie Datteln, Obst oder auch
Honig, den man an bestimmten Zeitpunkten sehr, sehr gut in den Ernährungsplan oder in den Bedarf eben einfügen kann. So, das ist wie gesagt mal natürlich in der Praxis was, was deutlich länger dauert, wenn man darüber spricht, aber mir war wichtig, das mal kurz zu zeigen, wie man eben das Thema der Makronährstoffe angeht. Bei den Eiweißen, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, auch da wieder zu erklären, wofür dienen die Eiweiße. Baustoff ist klar, für Muskelzellen, aber eben auch für andere Zellen im Körper, Bindegewebe, Haut, Haare, Nägel. Wichtig zur schnellen, effektiven Regeneration. Und dann aber auch, und das ist eine Sache, die wird allgemein noch nicht so viel beachtet, Eiweiße sind halt auch sehr wichtig als Hauptbaustein und Energielieferant des Immunsystems. Das heißt also, das Immunsystem wird ebenfalls aus Eiweiß gebildet. Und demnach ist es eben dann auch so, dass zum einen Eiweiße natürlich ohnehin immer zugeführt werden sollten, aber beispielsweise, wenn jetzt ein Infekt besteht, wenn der Körper angegriffen wird, dann sollte man wissen, besonders erhöhter Eiweißbedarf, dass man den dann auch hochführt, um eben dem Körper das zu geben, was er in dem Fall braucht. Ansonsten ist es nämlich so, und das ist auch eine Erklärung dafür, unter anderem, warum bei einem starken Infekt oder warum starker Infekt auch oftmals mit der Abnahme von Körpergewicht einhergeht, weil eben, wenn das Eiweiß nicht zugeführt wird, zieht der Körper das einfach aus seinen Speichern, sprich in dem Fall aus den Muskelzellen. Und deswegen ist es auch wichtig, das zu verstehen und zu wissen, okay, jetzt ist Bedarf da, Eiweißzufuhr anpassen und die gleichzeitig dann auch eben entsprechend erhöhen. Also das sind so Punkte, die dann immer auch in der Praxis wichtig sind, weil das doch für Athleten ein ganz entscheidender Punkt ist, einen Infekt abzuwehren oder zumindest abzumildern natürlich, damit möglichst schnell das Ganze überwunden ist und auch wieder zurück in den Trainingsalltag gefunden werden kann. Biologische Wertigkeit, Aminosäurenstruktur, das ist was, was dann auch immer wichtig ist zu erklären. Der Eiweißbedarf an sich, auch das schwankt natürlich, weil es so eine grobe Faustregel. Viel wichtiger ist aber meines Erachtens, wenn man wieder in die Übersicht reinguckt, zu erklären, der Unterschied zwischen vollwertigen, also generell die tierischen Proteinquellen und eben nicht vollwertigen Proteinquellen, also pflanzlichen Proteinquellen, dass das vom Verständnis her auch einfach da ist, um eben die Auswahl entsprechend anzupassen und neben den tierischen Produkten, und das ist letztendlich auch wichtig, nicht nur aus Nachhaltigkeitsaspekten, was die Umwelt betrifft, aber auch einfach für den Athleten, hat es Vorteile, die Eiweißversorgung aus hochwertigen tierischen und gleichzeitig hochwertigen und möglichst vollwertigen pflanzlichen Proteinquellen zusammenzuführen. Und daher ist es eben wichtig, das Thema auch zu erklären, darüber zu sprechen, Beispiele zu erklären, wie jetzt zum Beispiel Quinoa, ist jetzt mittlerweile bei uns ein bisschen bekannt, aber noch vor ein paar, 4, 5 Jahren war es relativ unbekannt. Quinoa beispielsweise eine Top-Proteinquelle oder ein Top-Proteinlieferant für pflanzliches Eiweiß und kommt vollwertig, also mit allen essentiellen Aminosäuren. Von daher für Vegetarier und Veganer unverzichtlich, aber eben auch für alles essende Athleten einfach eine sehr sinnvolle Bereicherung, weil es gleichzeitig auch eben noch Mineralstoffe enthält und andere gute Dinge. Aber eben eine Möglichkeit ist, die Menge an tierischen Proteinen, was immer auch säurebildend ist, zu reduzieren und gleichzeitig aber keine Kompromisse einzugehen bei eben der Quantität vom Eiweiß und deswegen eine möglichst hochwertige und vollwertige Versorgung dann an Proteinen zuzuführen. So ein paar Beispiele noch. Das sind Produkte, die teilweise ein bisschen unbekannt sind. Fermentierte Sojaprodukte wie Tempeh, auch klasse für Athleten. Auch da arbeite ich in der Praxis oftmals für mit Sportlern. Kann man sehr, sehr gut, auch das ist in der Praxis sehr wichtig, verwenden, anwenden, relativ einfach zubereiten. Zeit spielt natürlich im Athletenalltag auch mal eine entscheidende Rolle. Das heißt also, gerade wenn ich 2 Trainingseinheiten habe am Tag oder mehr, habe ich jetzt keine Lust, abends oder muss noch 2 Stunden da den Melzer am Herd raushängen zu lassen, sondern dann muss es schnell gehen, muss es pragmatisch sein und muss funktionieren und im besten Fall auch noch schmecken. Auch das ist ja ganz wichtig. Und das sind zum Beispiel solche Sachen wie dieser fermentierte Tempeh, den ich wunderbar anbraten kann mit verschiedenen Ölen, wenn ich auch mal möchte, mit einer Asia-Soße dazu. Geht es wunderbar, sowohl für das Brot als auch für den Salat. Und das sind Dinge, die in der Praxis einfach wichtig sind, zu kennen, zu verstehen und einfach auch letztendlich dann umzusetzen. Wie gesagt, hier kurz noch was zu den Fetten. Fette, wenn man das wieder auf die reinen Aufgaben bezieht, ist in erster Linie ein Energieträger. Dabei zu beachten ist, dass der Energiegehalt
doppelt so hoch ist wie bei Eiweißen und Kohlenhydraten. Das erklärt so ein bisschen den schlechten Ruf der Fette, weswegen dann auch man natürlich ein bisschen aufpassen sollte, was die Menge betrifft. Aber, und das ist jetzt die nächste Folie hier, Fette haben halt eben oder erfüllen ganz, ganz wichtige Funktionen im Körper. Zum Beispiel eben einfach unterstützend bei den Stoffwechselprozessen. Wichtig für Zellen, Zellmembranen, sind Bestandteil von Hormonen, von Neurotransmittern. Was die meisten so wissen natürlich ist, die Resorption von Vitaminen wird dadurch beeinflusst, also die ganzen fettlöslichen Vitamine, aber auch die Zellregeneration, also viele Aspekte, wofür Fette eine Rolle spielen. Und von daher ist dieses schlechte Image, was Fette oftmals haben, eigentlich nicht ganz richtig. Aber man muss natürlich sehr darauf achten, dass man die richtige Qualität an Fetten zu sich nimmt und möglichst eine breite Menge an verschiedenen Fettquellen. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu, oder jetzt hier in dem Beispiel, dass man eben wirklich ein breites Spektrum, das muss jetzt nicht jeden Tag ständig wechseln, aber es sollte dann so im Laufe der Woche zumindest wechseln, dass man eben die verschiedenen Öle nutzt, dass man eben auch entweder regelmäßig Fisch isst, das ist ganz, also Kaltwasserfisch vor allen Dingen, wie jetzt Lachs, Makrele, Hering, Sardinen. Oder eben, wenn man das nicht macht, weil man eben entweder als Veganer darauf verzichtet oder eben sagt, ich will aus anderen Gründen auf Fisch verzichten oder das reduzieren, dann kann ich beispielsweise umsteigen auf Algenöl. Der entscheidende Punkt ist eben dabei, dass diese speziellen EPA- und DHA-Fettsäuren, also die Omega-Fettsäuren, eben im Kaltwasserfisch oder in Algenöl vorkommen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, um eben entzündungshemmend vorzubeugen und viele andere Aspekte, die Omega-Fettsäuren beinhalten, um dem nachzukommen. Also deswegen sollte ich ein möglichst breites Spektrum an hochwertigen Fettquellen schon definitiv in meine tägliche Auswahl integrieren. Und da sind eben die hier genannten einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren ganz vorne. Und eben die anderen Produkte, wie jetzt Fleisch, Milch, Butter, entsprechend reduzieren. Da muss ich nicht völlig drauf verzichten, aber sollte ich eben dann in einem geringen Maße zu mir nehmen. Und am besten natürlich die bösen Fette oder die wirklich schlechten Fette, wie jetzt die Transfettsäuren, da sollte ich nach Möglichkeit komplett drauf verzichten. Margarinesorten, Croissants, will ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Das weiß, glaube ich, jeder, der hier dabei ist. Also insofern, die Unterscheidung der Fette ist wichtig und auch das ist gerade bei jungen Athleten eine Sache, die wichtig ist zu verstehen. So, ich komme auf den nächsten Punkt. Ich muss noch gerade einen ganz kurzen Schluck trinken, kriege einen trockenen Hals. Mikronährstoffe ist der nächste Punkt, der meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist im Alltag oder in der Ernährung, gerade auch von Sportlern. Die Mikronährstoffe sind die kleinen oder in geringen Mengen vorkommende Stoffe. Die sind aber sehr, sehr wichtig für ganz, ganz viele Prozesse im Körper. Und wenn man es auf dieses Beispiel von vorhin nochmal zurückführt, wo ich gesagt habe, Food is Fuel, also Nahrung ist Kraftstoff, dann kann man sagen, die Makronährstoffe, das ist so vielleicht ein passender bildlicher Vergleich, wenn man jetzt aufs Auto wieder geht oder aufs Rennauto, Makronährstoffe sind tatsächlich der Treibstoff, also der Sprit, der im Tank ist. Und die Mikronährstoffe sind letztendlich alle anderen Schmierstoffe oder Flüssigkeiten, die im Auto sind. Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Öl, also diese Dinge, die das Auto eben auch benötigt, um gut und rund zu funktionieren. Und wenn man jetzt vom vollen Tank losfährt, die anderen Sachen aber nicht drin hat beim Auto, dann kommt man vielleicht eine kleine Strecke gefahren, aber irgendwann geht es relativ schnell kaputt. Und beim Körper ist es ähnlich. Diese Mikronährstoffe spielen halt entscheidende Rollen in ganz, ganz vielen Prozessen im Körper und für Stoffwechselprozesse, für ganz, ganz viele andere Dinge. Und das sind diese kleinen Bausteine, die sehr, sehr wichtig sind und die gerade, und deswegen ist das ein wichtiger Punkt meines Erachtens in der Arbeit mit Athleten, die in unserer industriellen Nahrung oder westlichen Lebensweise nicht immer in den richtigen und geeigneten Mengen vorkommen. Also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, kennt jeder. Sekundäre Pflanzenstoffe kennt man auch. Das sind Stoffe, die halt ganz, ganz vielfältige Funktionen auch im Körper übernehmen, dementsprechend sehr wichtig sind. Aus vielen Lebensmitteln allerdings rausgezüchtet worden. Das ist ganz, ganz wichtig. Beispielsweise beim Apfel. Der enthält heute, also zumindest die Sorten, die man im Supermarkt findet, deutlich weniger davon. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten und die richtigen Äpfel zu sich zu nehmen. Omega-Fettsäuren hatten wir gerade schon genannt. Enzyme, Probiotika, also ganz wichtig für die Darmflora, fürs Immunsystem, aber eben auch für die Verdauung. Ganz, ganz banal.
Und eben Ballaststoffe. Also das sind alles Stoffe, die sehr, sehr wichtig sind und wenn man sich jetzt mal so einen normalen Speiseplan anguckt, nicht immer wirklich in Gänze oder in der richtigen Menge da sind. Hier nochmal so ein paar Aufgaben und Funktionen. Die lese ich jetzt nicht alle vor, aber eben, wie man hier schon sieht, haben die oder übernehmen die viele, viele entscheidende Funktionen im Körper und deswegen ist es wichtig, das möglichst regelmäßig und wirklich möglichst täglich zu sich zu nehmen. Also man sollte, in Kurzformel gesagt, möglichst bunt und möglichst abwechslungsreich und möglichst frisch jeden Tag essen. So kann man das kurz zusammenfassen. Aber natürlich gibt es noch Speziallebensmittel und spezielle Lebensmittel, die uns da helfen. Da komme ich gleich nochmal drauf. So, Faustregel, wie ich gerade schon gesagt habe, möglichst viel buntes und möglichst viel frisches Gemüse. Das sind also so Punkte, wenn ich jetzt Makro- und Mikronährstoffe mit Athleten, egal ob es jetzt 1:1 ist, also in der individuellen Herangehensweise oder eben auch, wenn es Mannschaftsthemen sind, die ich immer versuche, den Athleten noch näher zu bringen, um eben möglichst das Verständnis zu generieren und eben dahingehend den Athleten zu unterstützen, dass er halt diese Dinge alle in seinem Alltag selbst, und das sollte halt das Ziel sein, umsetzen kann und Step by Step, das ist meistens eben auch so ein Prozess, integrieren kann, umsetzen kann und für sich selbst in seinen Alltag integrieren kann. Also dass er damit dann auf sich alleine gestellt gut sich selbst versorgen kann. Das sind, denke ich, ganz, ganz wichtige Dinge, gerade auch im Nachwuchsbereich, dass man gegebenenfalls, wie alt die Sportler sind, vielleicht sogar noch die Eltern mit einbeziehen muss oder eben ab einem gewissen Alter dann die Sportler und Sportlerinnen letztendlich dann selbst und eigenverantwortlich da mit heranziehen. Mit den Mikronährstoffen, das ist noch so ein Abschluss immer, den ich da mit reingebe. Das ist halt ein wirklich wichtiger und oftmals auch unterschätzter Faktor in der Sporternährung ist. Wenn man sich mal normale Ernährungspläne betrachtet, geht es oft und sehr häufig um eben die Makronährstoffe, gegebenenfalls auch um ein paar Nahrungsergänzungsmittel noch dazu, aber Mikronährstoffe spielen nicht immer so die entscheidende Rolle. Und ich sehe es halt immer schon so, dass ich ein großes Augenmerk auf die Mikronährstoffe lege und tatsächlich ist so in der Praxis, so mit vielen Athleten dann mich unterhalte, beziehungsweise wir uns auch regelmäßig austauschen, gerade mit Athleten, wo ich jetzt auch schon ein bisschen länger zusammenarbeite, dass diese Anpassung oder diese Beachtung dazu geführt hat, dass wirklich viele Dinge passiert sind und die Leute einfach besser drauf sind, besser regenerieren, weniger krank sind. Das sind also Dinge, die wir tatsächlich an verschiedenen Stellen schon herausgefunden haben und das in der Praxis sehr gut funktioniert hat. Bei den Rudern war es beispielsweise auch so, dass das klassischerweise auch immer ein Problem war über den Winter. Viel draußen, viel auf dem Wasser, viel mit Witterungseinflüssen zu tun. Und nachdem das Ernährungskonzept angelaufen war dort, hat es tatsächlich dazu geführt, dass im darauffolgenden Winter deutlich spürbar war, dass es dahingehend besser geworden ist. Also dass es dort weniger Ausfallzeiten gab, die Leute, wenn sie krank wurden, schneller wieder gesund wurden. Also tatsächlich hat man in der Praxis das auch spüren können und das ist unter anderem eben auf die Mikronährstoffe heraus zurückzuführen. Es gibt so ein paar Herausforderungen, gerade bei den Mikronährstoffen. Das hatte ich gerade schon gesagt, beispielsweise was den Nährwertgehalt oder den Nährstoffgehalt einzelner Lebensmittel oder generell unserer Nahrung betrifft, dass über Industrieanbau, Monokultur, ausgelaugte Böden, also das sind ganz, ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen. Und deswegen ist die Auswahl der Lebensmittel spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Also da, das ist auch ein Punkt, über den spreche ich gleich nochmal. Ich gucke mal auf die Uhr, das passt noch. Einer der nächsten Folien. Hier so ein paar Beispiele nochmal, wie man gerade diesen Mikronährstoffbedarf auch mit super Lebensmitteln, so nenne ich sie oft, Superfoods ist ein bisschen abgedroschener Begriff, aber eben trotzdem mit natürlichen Lebensmitteln einfach pimpen kann, ausbauen kann und den Speiseplan dahingehend wirklich optimieren kann und verbessern kann. Das sind Acerola-Saft als natürliche Vitamin-C-Quelle, auch sekundäre Pflanzenstoffe in einer hohen Konzentration enthalten, sehr, sehr einfach zu verwenden, sehr, sehr einfach zu nehmen. Nimmt sogar mein Sohn jeden Morgen, der ist 4,5. Ist sehr, sehr einfach. Manuka-Honig ist was vielleicht auch der eine oder andere schon kennt, also spezieller Honig aus Neuseeland, der über stark antibakterielles MGO verfügt. Algenöl hatte ich gerade schon erwähnt, um die Omega-3-Zufuhr anzupassen. All das sind Dinge, die ich zusätzlich zu einer
wirklich breiten, gut aufgestellten Basisernährung verwenden kann. Oder eben im speziellen Fall, wenn ich jetzt, der Athlet ist im Trainingslager, kann sich nicht so gut ernähren oder versorgen wie zu Hause, kann sich aber eben immer ein paar Dinge noch mitnehmen, um eben die dort etwas schlechtere Nahrungsqualität eben auszugleichen. Also auch das ist in der Praxis ein Punkt, der immer eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und wo man dann im Einzelfall ein bisschen drauf achten muss und das entsprechend anpassen kann. So, jetzt kommen wir zum Thema der Vollwerternährung. Da möchte ich noch ein bisschen was zu sagen. Meine Philosophie ist ja, wie gesagt, die Ernährungsplanung und Ernährungsversorgung auf Basis von echten Lebensmitteln, also von vollwertiger Nahrung. Und ich bin da sehr überzeugt von, das auf Basis der Vollwerternährung zu machen, beziehungsweise die Vollwerternährung als Basis heranzuziehen. Vollwerternährung hat jeder schon mal gehört, ist das, was so früher auch in den Reformhäusern sehr, sehr verbreitet war. Wird also mit einem hohen Anteil gering verarbeiteten Lebensmitteln hauptsächlich gemacht, wird mit möglichst natürlichen Lebensmitteln gemacht, teilweise möglichst unerhitzt, also einfach in Kurzform gesagt mit sehr unverarbeiteten Lebensmitteln, Lebensmitteln mit einer hohen Nährstoffdichte, mit einem ganzen breiten Spektrum von Funktionen, also von aktiver Nahrung. Das ist das, was Vollwerternährung oder Vollwertnahrung ausmacht. Wenn ich es für Sportler anpasse, mache ich es in der Regel so, dass ich das, es sei denn, der Athlet ist vegan oder vegetarisch, passe ich das eben an mit angepassten Mengen tierischer Produkte. Davon bin ich eben aus persönlicher Erfahrung einfach überzeugt, dass es auch im richtigen Maße einfach wichtig ist. Deswegen ist das für mich dann eben ein Teilaspekt davon. Pflanzliche Proteinlieferanten sollten eben mit einbezogen werden, was ich gerade schon mit dem Quinoa dann angebracht hatte, also dass man eben auch die Basis der Proteinlieferanten einfach verbreitert, um das eben auf eine möglichst breite Basis zu bestellen. Dann eben eine Aufklärung auch über diese Proteinquellen gleichzeitig, dass eben so ein Argument, Linsen haben auch viel Eiweiß. Ja, ist definitiv so, aber Linsen fehlen halt zwei Aminosäuren, deswegen kann man nur mit Linsen kein vollwertiges Protein herstellen. Also das heißt, auch da muss man verstehen, okay, wie setze ich das richtig ein, welche pflanzlichen Proteinquellen kombiniere ich eben auch vielleicht mit den richtig tierischen Proteinquellen und welche anderen Speziallebensmittel oder Performance Foods nehme ich dazu. Und das sind so Dinge, wie gerade schon gesagt, Knochenbrühe, fermentierte Lebensmittel, also Thema Probiotika für die Darmgesundheit, Weizengras, das sind alles Dinge, die eine entscheidende Rolle spielen. Und hier möchte ich jetzt nochmal kurz ein bisschen darauf eingehen, was ich vorhin schon gesagt habe, welche Faktoren spielen tatsächlich eine Rolle, wenn ich jetzt wirklich an die Basis der Ernährung rangehe. Also einmal die Nährstoffaufteilung, Makronährstoffverhältnisse und Mikronährstoffdichte, was ich vorhin oder jetzt gerade im Laufe des Vortrags schon genannt habe, dass man eben die richtige Aufteilung der Makronährstoffe betrachtet, also ganz einfach, welche Mengen brauche ich für welche Disziplin und welche Grundkalorien brauche ich auch, das ist was, was man relativ einfach ins Verhältnis setzen kann. Wie achte ich auf meine Mikronährstoffe, beziehungsweise woher beziehe ich meine Mikronährstoffe, dass ich das eben auch direkt mit in diesem Verhältnis der Nährstoffe betrachte. Und dann eben weitere Punkte darauf, Nahrungs- und Nährstofftiming, also was esse ich zu welcher Zeit. Damit kann man ja verschiedene Dinge auch beeinflussen. Also einmal ganz klar die Energiebereitstellung, also schnelle Kohlenhydrate zum richtigen Zeitpunkt, komplexe Kohlenhydrate zum richtigen Zeitpunkt, nach der Belastung direkt möglichst schnell verfügbares Protein, um eben die Regenerationsprozesse anzukurbeln, gleichzeitig ein paar leicht verdauliche Kohlenhydrate dabei, damit auch die Insulinausschüttung angeregt wird, sprich, dass eben die Eiweiße möglichst schnell auch in die Muskulatur transportiert werden. All das sind Dinge, die unter das Nährstofftiming fallen. Auch, wie ich schon gesagt hatte vorhin, einfach das Thema abends nicht mehr allzu viel zu essen, um eben die Schlafqualität noch nicht zu beeinflussen, weil Schlaf ist mindestens genauso essentiell wie Nahrung, einfach auch für die Regeneration. Deswegen sollte das nicht nicht beeinflusst werden oder negativ beeinflusst werden durch das falsche Essen zur falschen Zeit. Das ist ganz wichtig. Nahrungsquantität ist ganz banal, dass die ausreichenden Mengen gegessen werden. Das macht der Athlet in der Regel selber und weiß das auch ganz gut.
Nahrungsqualität spielt eine wichtige Rolle. Also gerade heutzutage, wenn man sich mal betrachtet, wie ernähren wir uns oder wo kommen unsere Lebensmittel her? Es kommt ja sehr, sehr viel aus, wenn ich jetzt nur mal beim Thema Gemüse bleibe, ich bin jetzt noch nicht bei verarbeiteter Nahrung, aber Gemüse kommt sehr oft aus Monokulturen, aus Hochleistungslandwirtschaft mit all ihren Nachteilen. Also das sind zum Beispiel eben die Belastung mit Pestiziden, das ist zum einen, zum anderen ist es halt eben das Thema, wie viele Nährstoffe sind überhaupt noch im Boden drin, sprich, wie viele Nährstoffe nimmt die Pflanze auch auf. Also mittlerweile ist es so, dass die Lebensmittel bzw. die Pflanzen auch einfach weniger Nährstoffe teilweise enthalten, als es früher war. Das heißt, auch das muss ich ein bisschen in meine Planung mit einbeziehen oder in meine Auswahl. Das heißt, sollte gucken, dass wenn man jetzt bei Obst und Gemüse ist, eine möglichst hohe Qualität anzulegen. Das heißt, meines Erachtens eben, wenn immer möglich, Bio, darauf zu achten, die richtigen Bio-Siegel zu haben, also wirklich die hochwertigen Bio-Siegel, die auf Biodiversität setzen, auf die richtige Bodenbewirtschaftung und so weiter. All das spielt eine entscheidende Rolle, um eben wieder zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, das Lebensmittel hier gibt mir die und die Dinge. Also ein Apfel ist ein gutes Beispiel dafür. Jeder kennt wahrscheinlich den Spruch, an apple a day keeps the doctor away. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, ist klar, aber letztendlich, der Spruch hat eine gewisse Bedeutung, weil der Apfel eben ein sehr, sehr vollwertiges Lebensmittel eigentlich ist. Aber man muss sagen, wahr, weil heutzutage ist es so, es gibt im normalen Supermarkt nur noch eine geringe Auswahl an Apfelsorten. Das heißt also, die wurden sehr stark in eine Richtung entwickelt. Dabei spielt meistens eine Rolle Geschmack. Also sprich, was mag der Kunde? Das sind dann die süßen Äpfel. Die haben aber weniger Nährstoffe, weil gerade diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe sind eher bitter, sind leicht sauer. Das wurde im Apfel gezielt ausgezüchtet. Und gleichzeitig werden natürlich meistens die Sorten bewusst in den Fokus gerückt, die auch sehr ertragreich sind. Und das spielt für den Hersteller immer eine Rolle, das ist klar. Es wird aber wird also nicht so gezüchtet, dass die Äpfel in den Laden kommen, die meisten Nährstoffe, die höchsten Nährstoffdichte enthalten. Das heißt also wirklich da, muss ich immer auf die Nahrungsqualität achten. Ist aber eben nicht nur bei Obst und Gemüse so, das ist noch eine entscheidendere Komponente beim Thema Milchprodukte, Fleisch, Fisch. Also diese Produkte, da spielt es heute eine ganz, ganz entscheidende Rolle, dass ich eben die Produkte in der richtigen Qualität beziehe. Wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel Milch oder eben Molkereiprodukte generell. Wenn ich aus einer konventionellen Haltung heute Produkte beziehe, heißt das in der Regel, dass es sind Hochleistungskühe, die stark auf Milchleistung gezüchtet wurden, die kriegen Kraftfutter, kriegen also jetzt stehen nicht auf der Weide, sondern essen Maisfutter, für eine möglichst hohe Milchleistung, bewegen sich relativ wenig. Also das ist natürlich dann daraus resultiert ein Produkt oder ein Lebensmittel, was eine andere Wertigkeit hat als das früher. Und deswegen achte ich bei immer ganz stark darauf, da die richtige Auswahl zu treffen, dass man grasgefütterte Produkte, also oder Produkte aus grasgefütterter Haltung bekommt. Das spielt auch beim Fleisch eine entscheidende Rolle. Beim Fisch ist es letztendlich genauso. Also entweder Bio-Aquakultur oder Wildfang, weil die konventionelle Aquakultur ist letztendlich auch nichts anderes als Massentierhaltung. Spiegelt sich nur oder spielt sich nur unter Wasser ab, wird also nicht so wahrgenommen, aber auch das ist ganz, ganz wichtig. Also da sollte ich wirklich die Qualität beachten und die Qualität immer auch anlegen als einen wesentlichen Maßstab, wann immer es geht. Also natürlich muss man, wenn man unterwegs ist oder wenn man auch mal im Trainingszentrum ist, da geht man Kompromisse ein, aber letztendlich muss man gucken und sollte man schauen, dass man möglichst häufig möglichst hochwertige Qualität zu sich nimmt. Das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig. Genau das Gleiche oder daraus resultiert dann halt eben auch der Punkt der Nährstoffdichte. Die Nährstoffdichte gibt ja Aufschluss darüber, wie viele Nährstoffe in einem Lebensmittel drin sind. Und eine hohe Nährstoffdichte heißt also, dass mir per Definition, dass mir ein Lebensmittel viele Nährstoffe bei gleichzeitig einer geringen Kalorienbelastung oder einer geringen Kalorienbilanz liefert. Das heißt, Nährstoffdichte ist tatsächlich ein wesentlicher Aspekt. Auch immer im Verhältnis gegenüber der Kaloriendichte, also leere gegenüber nährstoffreichen Kalorien, weil das zum einen dafür sorgt, dass der Körper all das bekommt, was er braucht, und zum anderen letztendlich auch dafür sorgt, und auch das ist wichtig, dass in Summe nicht zu viele Kalorien
zu sich geführt werden. Weil wenn man nährstoffreich isst und in der richtigen Auswahl die nährstoffreichen Lebensmittel zu sich führt, dann bedeutet es immer, dass auch andere Dinge dabei sind, wie Ballaststoffe, wie andere begleitende Nährstoffe. Und letztendlich ist man dadurch halt eben auch satt und hat automatisch die richtige, sein richtiges Verhältnis an Nährstoffen in der Regel zu sich geführt und gleichzeitig keine zu hohe Kalorienbilanz. Also diese leeren Kalorien sind ja tatsächlich das, was in der, ja, in der Realität oftmals das größte Problem darstellt. Und darauf ist gerade auch aus Athletensicht halt immer zu achten, gerade auch bei jungen Athleten ganz wichtig, das zu verstehen, zu lernen, damit umzugehen und auch die richtige Auswahl zu treffen. Und auch das ist halt eben ein Prozess, der dauert und der in gewisser Weise auch ein Learning by Doing immer auch ist. Und insofern dann auch Step by Step immer etwas ausführlicher wird. Und ein Punkt, den ich noch abschließend mit einbringen möchte, das Thema Regionalität. Regionalität ist sehr, sehr verbreitet aktuell, logischerweise aus verschiedenen Aspekten. Ich betrachte Regionalität aber nicht nur aus Nachhaltigkeitsaspekten als wichtig, sondern wieder auf den Sportler und seine Ansprüche zurückkommen. Regionalität spielt auch deswegen eine Rolle, weil eben der Konsum regionaler Lebensmittel oder regionaler Nahrung auch deswegen wichtig ist, weil das die Nahrungsmittel oder die Lebensmittel sind, an die wir per Evolution angepasst sind. Das heißt, wenn wir hier in Mitteleuropa eben leben und unsere Wurzeln haben, dann sind wir in der Regel an die Dinge, die hier verfügbar sind, ganz gut angepasst. Das heißt, Getreideprodukte sind in der Regel für uns kein Problem, sondern eigentlich recht gut verträglich, es sei denn, es gibt dahingehend eine Unverträglichkeit. Auch ist es mit Milchprodukten in der Regel, vorausgesetzt in der richtigen Qualität, ist es relativ gut verträglich. Und genauso ist es auch mit den regionalen Gemüsesorten, das heißt also, oder Obst- und Gemüsesorten. Die regionalen Produkte sind eigentlich das, woran unser Körper im Prinzip gewöhnt und geprägt ist. Und deswegen sollte man auch aus diesen Gründen möglichst regional essen. Gleichzeitig schlägt man dann auch noch die Brücke dahingehend zum Thema Nachhaltigkeit, dass man eben nicht alle Produkte aus Südamerika importiert, alle Obstsorten beispielsweise, sondern eben auch hier auf die heimischen Dinge zurückgreift. Und insofern ist es dann eine Win-Win-Sache eigentlich für alle. Und deswegen passt es ganz gut. Also das sind Aspekte, die recht wichtig sind und die man immer betrachten sollte. Das ist natürlich in einem 50-minütigen Vortrag nicht ganz so leicht, alles komplett rüberzubringen. Aber ich hoffe, ich habe die verschiedenen Sachen so weit angerissen, dass sie jeder auch so verstanden hat oder auch letztendlich, ja, dass es zumindest ansatzweise die Erklärung war, worauf zu achten ist und was dann eben gerade auch im Bereich mit jungen Athleten eine entscheidende Rolle spielen kann. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht mehr viel Zeit. Ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz hier in die Folien rein. Ich habe hier noch ein paar Beispiele aufbereitet, wie so ein Tagesplan im Sinne einer Vollwerternährung aussehen kann. Also Frühstück, Hauptaspekt ist Energiebereitstellung. Demnach habe ich hier was aufgestellt oder zusammengestellt. Kirschermüsli mit Haferflocken und Obst, ein Klassiker, hoher Nährstoffgehalt, hohe Nährstoffdichte, leicht verdaulich, gut verträglich, kann ich wunderbar auch vorbereiten, schon am Abend vorher in den Kühlschrank stellen. Thema Zeit wiederum, wichtiger Aspekt, kann ich sehr, sehr gut auch mitnehmen. Auch das ist ja oftmals ein Punkt, der eine Rolle spielt. Oder eben ein Vollkornbrot mit Hüttenkäse, ein Rührei. All das sind Dinge, die gut zum Frühstück passen. Und der Weizengras-Shot ist eben so ein Beispiel für einen sehr schnellen, sehr prägnanten Nährstoffbooster, mit dem ich mein Frühstück starten kann. Nach dem Training Beispiel für einen selbstgemachten Regenerationsshake oder Recovery Shake, wie man heute Instagram-mäßig gerne sagt. Flüssiges Ei, klar, gibt es mittlerweile in sehr, sehr guter Qualität. Bio ist dann auch erhitzt, also heißt auch wirklich kein Problem, was Salmonellen und so weiter betrifft. Das kann ich verbinden mit Hafermilch, mit Kokoswasser, mit einem Molkenprotein, am besten Bioqualität. Und wenn ich möchte, auch noch Banane oder ein paar gefrorene Erdbeeren, Manuka-Honig dazu. Dann habe ich einen natürlichen, sehr guten, hochwertigen Eiweißshake, liefert mir Eiweiß aus zwei verschiedenen Quellen, liefert mir ein paar Kohlenhydrate dabei, schnelle und auch ein bisschen langsame Mineralstoffe über das Kokoswasser. Also all das kann ich sehr, sehr einfach in einen Shake packen, der gut schmeckt und mir im Prinzip wirklich alles liefert,
was ich brauche und den ich auch sehr, sehr leicht variieren kann. Auch das ist ja was, was in der Praxis eine Rolle spielt. Ich möchte nicht jeden Tag das Gleiche essen, sondern möchte eine gewisse Abwechslung, weil auch dieses kulinarische Thema natürlich einfach eine wichtige Rolle dabei spielt. Mittagessen, Regeneration und Energie. Deswegen, wenn man jetzt zwei Trainingseinheiten beispielsweise am Tag hat, was bei den Rudern zum Beispiel ein Thema ist oder in den meisten anderen Sportarten ja ohnehin, dann kann ich mir mein Mittagessen gut zusammenstellen aus einem Vollkornreis oder Vollkornnudeln. Oder es gibt jetzt neue Produkte wie Hafer wie Reis oder Dinkel wie Reis. Also auch da kann ich eine sehr, sehr schöne Variation reinbringen. Gleichzeitig neben den Kohlenhydraten noch meine Mineralstoffzufuhr mit eben beeinflussen, also viele Aspekte mit unter einen Hut bringen. Ein bisschen Gemüse dazu, ganz klar, sollte immer dabei sein. Mageres Fleisch oder Fisch, wer es möchte. Ansonsten alternativ eine vegane Quelle dazu. Wie gesagt, Beispiel mit dem Tempeh vorhin, kann man wunderbar auch dazu zubereiten. Einen bunten Salat, der einfach mehr immer ein ständiger Begleiter werden sollte, was das Thema Antioxidantien so betrifft. Also ein bisschen Paprika dabei, ich kann ein paar Blaubeeren reintun, ein paar Kerne. Also das kann man sehr, sehr schön gestalten. Und dann habe ich ein wirklich gutes Mittagessen. Und wenn ich es noch ganz perfekt mache, ein Kombucha dazu, um ein paar Probiotika zuzuführen für die Darmflora. Und dann ist es eine wunderbar runde und erfrischende Sache. Nachmittagssnack, Beispiel Vollkorn-Bananenbrot. Klassiker, kennt man mittlerweile. Dazu ein Espresso, wenn ich einen Koffeinschub brauche. Oder eben beispielsweise kann man auch wunderbar Bananenquark machen, den ich entweder mit Honig süße, wenn ich ein bisschen die Zuckerzufuhr am Nachmittag drosseln möchte, dann kann ich einen Zucker nehmen oder sogar ein Stevia oder Steviol-Glycosid, wie es eigentlich richtig heißt. All das ist sehr variabel und erlaubt mir auch meinen Nachmittag abwechslungsreich, aber trotzdem eben nahrhaft zu gestalten und nicht einfach irgendwas nebenbei mitzunehmen, was dann für meinen Nährstoffbedarf eigentlich eher nicht das Optimale wäre. Und abschließend ein Abendessen, Regeneration und Energiereserven, also einmal die Regeneration oder die Regenerationsprozesse unterstützen und gleichzeitig Energiereserven, schon die Energiereserven für den nächsten Tag, sprich für die nächste Trainingseinheit aufbauen. Das heißt also auch da gehe ich wieder hin, nehme eine Kohlenhydratquelle mit komplexen Kohlenhydraten, beispielsweise jetzt Thema Quinoa oder auch diese Kichererbsennudeln. Ich kann Vollkornreis auch dazu nehmen. Mit dem Quinoa habe ich gleichzeitig ein bisschen mehr Eiweiß dazu. Lachs ist eine tolle Eiweißquelle, gleichzeitig Omega-3-Lieferant, Gemüse und fermentiertes Gemüse eben wiederum für die Probiotika-Zufuhr. Das ist also ein rundes Abendessen und vorab warme Knochenbrühe. Das ist auch so ein Insider-Tipp bzw. ein Geheimtipp. Eigentlich ein sehr, sehr altes Lebensmittel, was wir schon sehr, sehr lange kennen, kam hier schon eine ganze Weile in Vergessenheit, ist so eine kleine Renaissance erlebt, auch wieder aus Amerika rüberschwappend, aber mittlerweile auch bei uns hier doch schon ganz, ganz gut angekommen. Knochenbrühe ist eben eine Brühe, die aus Knochen gekocht wird, kann ich selbst zubereiten, kann ich auch kaufen. Vom Nährwert her ist interessant, durch das Auskochen der Knochen gehen ganz, ganz wesentliche Bestandteile der Knochen in die Brühe über. Und das sind in erster Linie Kollagen, was extrem wichtig ist für Regeneration von Gelenken. Alles, was Bindegewebe und so weiter betrifft, ist es ganz, ganz essentiell, aber auch für den Darm eine wichtige Rolle spielt. Thema Darmelastizität. Gleichzeitig sind antientzündliche Aminosäuren mit drin, die also auch mein Immunsystem stärken und beispielsweise auch eben Magnesium. Also ein sehr, sehr gutes Lebensmittel kann ich entweder pur trinken, im Idealfall warm, weil es besser schmeckt. Ich kann das als Grundlage nehmen für Suppen. Da kann ich sehr, sehr viel machen und für Athleten eine ganz, ganz wichtige Sache, vor allen Dingen für Sportarten oder in Sportarten mit einer hohen Gelenkbelastung. Und das sind ja doch eben sehr viele. Deswegen ist Knochenbrühe tatsächlich ein echter Gamechanger. Und in Amerika beispielsweise in der Football League ist das halt in der NFL, ist das in fast allen Mannschaftsküchen, sind ja da schon eine ganze Ecke weiter als wir hier in Europa, ist das einfach wirklich ein Essential, was jeden Tag verwendet wird. Also das ist wirklich was für Athleten eine ganz, ganz gute Grundlage bildet und möglichst regelmäßig. Ich empfehle das den Sportlern, mit denen ich arbeite, mindestens dreimal die Woche regelmäßig zu sich zu nehmen. Und im Bedarfsfall, sprich bei einem Infekt oder bei einer Erkältung,
Da dann nochmal umso mehr, da kann es dann auch täglich genommen werden. Aber generell ist es sehr, sehr gut in der Basis, dreimal die Woche wirklich als Bestandteil des Speiseplans. Ja, so, das war es weitestgehend von mir. Ich glaube, wir sind jetzt hier nicht aus dem Zeitfenster raus. Das letztendlich nochmal ein Beispiel, nur damit man es dann gesehen hat, wie ein Abendessen in der Brotzeit aussehen kann. Gehe ich jetzt nicht mehr so viel drauf ein. Das war es einmal an der Stelle von mir und darf mich jetzt erstmal bedanken. Hoffe, hat soweit Spaß gemacht und wer Interesse hat, dann sehen wir uns gleich noch sicherlich im Breakout-Room.